Hallo zusammen und herzlich willkommen bei My Bonsai & Coin und herzlich willkommen zu einer Neuanschaffung von mir. Ich bin an meiner Baumschule und ich bin an dieser Ulme überhaupt gar nicht vorbeigekommen. Ja, war jetzt 3 Wochen her, seitdem steht sie bei mir. Ich habe nichts gemacht an den Wurzeln, natürlich auch nichts gemacht, nicht umgetopft, nichts. Merkt man auch, weil vom Gewicht her fühlt sich das an wie billiges Keufutter. Da viel Luft drin, habe ich das Gefühl. Aber daran wird sich dieses Jahr nichts ändern. Aber ich habe noch nicht den Durchblick bei der Ulme. Und deswegen werde ich heute mal was probieren, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Wir sind übrigens Mitte Juli 2020. Ich werde was probieren, was ich bisher nicht gemacht habe. Ich werde ihr die Blättchen nehmen. Ja, und zwar, ich denke mal, nahezu komplett. Stell sie dann absonnig, windgeschützt und schneide sie in dem Rahmen auch ein bisschen zurück, weil ich will mir einfach mal einen Eindruck verschaffen. Was ich bisher weiß ist, es ist ein dreistämmiges Bäumchen mit hier einem sehr ausufernden Stamm, aber das war eigentlich auch so ein Grund. Ich wollte mal was ganz anderes, ja. Ulme gerade hoch, okay, hat jeder. Ich bin natürlich nächstes Jahr dann, wenn wir den Baum uns dann irgendwann im Februar, März anschauen, mega gespannt, was sich da unten an Wurzeln verbirgt, weil da habe ich noch nicht reingeguckt. Das lasse ich jetzt auch, denn heute geht es einfach darum, Blatt für Blatt kommt ab. Dann wollen wir zurückschneiden und vielleicht auch schon so ein, zwei Drähtchen für die Struktur ansetzen. Aber ich tippe jetzt einfach mal, das sind hier roundabout 5, 6, 700 Blätter und da könnte ich euch jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung was, die halben Grimmschen Märchen nebenher erzählen oder alle Hits von ABBA singen, aber um Gottes Willen, das will ich euch nicht zumuten. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Blattentfernung und Rückschnitt im Schnelldurchlauf. Puh, es wird ganz schön viel Arbeit. Frage, die Ulme ist mal jetzt richtig nackig, ne? Und ich bin euch noch schuldig, um was es sich denn hier genau handelt. Es ist nämlich eine Stadtulme, Ulmus hollandica Jacqueline Hillier. Puh, habe ich sie doch mal knapp entkleidet, die Jacqueline. Und wenn wir hier weiterlesen, dann heißt es hier zierliches Laub und zwergartige grazile Krone. Ja, da wollen wir dafür sorgen, hoffe ich doch. Ja, waren mächtig viele Blätter und
Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja. Gut, was wir jetzt hier sehen, ist natürlich dieses Dreigestirn an Stämmen, das ich eigentlich zumindest mal Planung jetzt, Juli 2020, so lassen möchte. Hier werde ich wahrscheinlich ein Stückchen runtergehen, das mache ich aber alles erst nächstes Jahr, wenn umgetopft ist, wenn ich eine Endposition habe. Also ich glaube, hier bietet mir der Baum schon ziemlich viele Optionen. Ja, und weil ich ja diese ganze Aktion auch gestartet habe, um an der Feindverzweigung zu arbeiten, werde ich jetzt genau das tun, nämlich ich werde hier jetzt mal relativ heftig zurückschneiden, einfach damit mir die Ulme noch mal richtig schön austreiben kann und sich feiner verzweigen kann. Das wäre so der Plan von dieser Aktion. Und ich schnibbel hier jetzt noch ein klein wenig weiter und dann würde ich sagen, ich stelle das Ding, wie schon gesagt, ab, sonnig, windgeschützt und gut getränkt. Und dann schauen wir mal in 2 Wochen, wie das aussieht hier. Ja, schon mal alles kurz bereitgelegt, was wir jetzt brauchen für die Ulme. 2 Wochen waren es jetzt nicht. Wir haben jetzt Mitte August und daher waren es jetzt 4 Wochen, seit ich der Ulme mal wirklich alles grün genommen habe. Und wie ihr seht, es hat sie überhaupt nicht gejuckt. Nee, im Gegenteil. Sie hat richtig toll ausgetrieben. Ja, jetzt stehe ich wieder an dem gleichen Punkt wie vorher. Ich habe hier ein Stück weit Chaos, aber es ist natürlich lang nicht mehr so schlimm wie vor 4-5 Wochen. Was habe ich vor heute mit dem Baum? Ja, man unterstellt mir immer so ein klein wenig, man unterstellt es mir nicht, ich selber sehe mich ja auch so, ich schaue mir Videos an und denke mir, oh, das hätte ich jetzt viel radikaler geschnitten. Und mache es dann aber selber bei meinen Bäumen doch nicht häufig, vielleicht auch zu selten. Das will ich jetzt bei der Ulme ändern. Ich möchte hier schon einen extremeren Rückschnitt machen. Sicherlich für viele immer noch nicht extrem genug. Und habe mir dazu auch, ehrlich gesagt, noch gar keine großen Gedanken gemacht. Aber ich denke mal, das Spektrum soll jetzt so werden, dass ich in diesen Bereich hier den Baum reinbringe, mal von der Höhe her. Weil, was mir die Ulme gezeigt hat, sie treibt ohne Ende, sie treibt am Stamm, sie treibt überall. Also von daher einfach mal mutig voran. Und ich überlege mir jetzt so ein klein wenig, was ich vorhab. Und dann machen wir das zusammen. Wenn mich der Mut nicht verlässt. So. 4 Minuten Bedenkzeit. Schnelle Entscheidungen aus dem Bauch raus und wir fangen an. Ja, die Vorderseite. Hier sehe ich zukünftig mal die Vorderseite. Ja, das ist mal so die erste Option. Und dann fangen wir doch einfach mal mit diesem hier außen an. Diesen Ast hier werde ich nachher ein Stückchen hier rüber ziehen. Und dazu brauche ich aber den hier nach vorne, der gefällt mir gut. Der hier nach oben, da sehe ich keinen Sinn und Zweck dahinter. Deswegen nehmen wir den mal weg. Wie gesagt, hier geht es nachher ein Stückchen in diese Richtung. Ob ich dann noch nach dem Braten was dran lasse, weiß ich noch nicht. Nächster Stamm ist der hier. Der ist mir viel zu hoch. Ja, der hat hier hinten einen, den ich dann hochziehen kann als neuen Führungsast. Weg damit. Hier nach hinten hat er hier, ich hoffe, man sieht es jetzt auch immer alles so einigermaßen, also ihr seht hier, bietet mir unheimlich viele Optionen. Ja. Der hier geht mir schon zu weit, den machen wir mal weg. Den hier werde ich ein Stückchen tragen. Kommen wir zu diesem ganz rechten Stamm, der sich ja eigentlich wieder aufsplittet in 1, 2, 3 Stämme, von denen ich aber
den hier nicht mehr haben will. Hier oben habe ich hier einen schönen Ast, den ich auch als neuen Führungsast nach oben ziehen könnte. Da bin ich jetzt aber nicht ganz so mutig, weil wir sind im Zentrum des Baums und da tendiere ich jetzt eher zu dem hier. Also kommt der hier mal weg und den hier kürze ich zumindest mal ein. Gleiches gilt für den hier hinten. Der hat hier schon einen ziemlich langen Trieb. Machen wir weg. Oh Gott. So. Auch zu lang. Gut. Ganz außen. Der. Ja. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Weg kommt der hier. Weg kommt der hier. Jetzt bin ich mir doch ziemlich sicher, gell? Und weg kommt auch der hier. Und jetzt habe ich noch diesen hier stehen. Hier, den kann ich schön drahten. Den kürzen wir nur auch hier ein kleines Stück ein. Und jetzt, ja, sieht die Ulme doch schon deutlich anders aus. Lasst sie mich mal aus eurer Perspektive anschauen. Ich sage jetzt einfach mal, es muss ja nicht letztlich die Position sein, dass er so flach bleibt. Das entscheidet sich ohnehin erst nächstes Jahr, wenn wir hier mal in den Wurzelballen reinschauen. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, könnte was Spannendes werden. So, was mache ich jetzt noch? Ich werde jetzt erstmal meine Kopfhörer aufsetzen, mein Hörbuch einlegen, damit ich mich nach der Aktion wieder ein klein wenig entspanne. Dann werde ich hier und da zurückschneiden, werde hier und da ein Draht anlegen und wenn ich das gemacht habe, dann schauen wir mal, wie das Zwischenfazit zu dieser, wie hieß sie nochmal, Isabella, glaube ich, aussieht. Isabella könnte mir gefallen. Ich hoffe jetzt, sie heißt auch wirklich so. Ganz so viel war es jetzt noch gar nicht, oder? Ja, ich habe jetzt mal noch nicht so viel gedrahtet, auch aus dem Hintergrund raus, dass die Ästchen wirklich alle noch sehr biegsam sind. Ich an der großen Struktur des Stammes ohnehin vermutlich nicht so arg viel ändern möchte oder ändern werde. Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe oben schon deftig zurückgeschnitten für meine Verhältnisse, wohlgemerkt. Will jetzt mal die nächsten 3, 4, 5 Wochen schauen, was hier sich noch entwickelt. Und so lange schiebt man jetzt die Ulme einfach mal wieder beiseite aufs Regal. Sie wird gedüngt, sie wird gegossen und dann sehen wir uns zu dem Baum in, naja, 3, 4, 5 Wochen noch. Ach übrigens, nicht Isabelle, Jacqueline. Das ist die Jacqueline. Habe ich vorhin einen Fehler gemacht. Bis gleich. August war es vor ein paar Sekunden.
Und schaut euch den Baum mal an und überlegt mal, was könnten wir denn jetzt so haben? Wir haben Ende Oktober und dieser Ulme hier, ist das völlig schnutzpiep, egal. Die treibt, die wächst, die ist grün, da ist keine Herbstfärbung. Nee, die ignoriert die Jahreszeit. Finde ich cool, weil das mir natürlich auch zeigt, dass diese komplette Entfernung der Blätter dem Baum überhaupt gar nicht geschadet hat. Nee, im Gegenteil, da kam nochmal so ein richtiger Push, so ein richtiger Schub. Das freut mich natürlich, weil da sind jetzt auch viele Ästchen dabei, die geben mir natürlich für nächstes Jahr Optionen. Nächstes Jahr, gutes Stichwort, für 2020 war es das mit der dreistämmigen Ulme, die natürlich noch ganz extreme Schwachstellen hat. Ja. Das ist nämlich im Moment hier schön, aber von hier, naja, sind wir ehrlich, sieht es aus wie eine Hecke. Wollen wir natürlich ändern. Hier brauchen wir Tiefe in die Bereiche. Ja. Hier brauchen wir Äste, die für Tiefe sorgen. Dann ist es natürlich eine Pflanze, die uns im nächsten Video dann in 2021 durchaus noch offene Fragen bringt. Nämlich, was ist da unten? Wie sehen die Wurzeln aus? Was macht dieser Stamm? Wie kommt der aus der Erde raus? Viele, viele Themen, auf die ich mich freue im nächsten Jahr mit euch. Und mit dieser Vorfreude beende ich jetzt einfach mal Teil 1 zur Ulme mit drei Stämmen hier bei My Bonsai & Koi. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch, ich weiß nicht genau, wann ich das Video anstelle, aber ich wünsche euch auf jeden Fall mal vorsichtshalber schönen Advent, schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, vergesst auch in 2021 die Ulme nicht, vergesst nicht My Bonsai & Koi. Und wenn ihr so in der vorweihnachtlichen Stimmung seid, dann lasst mir doch gerne auch für das Video einen Daumen da. Sage ich vorab mal Danke und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao, bleibt gesund.